ist ein kleiner Funke und dann fliegt das Ganze auseinander und das wird dann gewählt. Nur so kann ich mir letztlich erklären, dass diese Aggression da war, dass diese kleine kritische Bemerkung schon dazu geführt hat, dass man gesagt hat, das ist das geistige Umfeld des Terrors, das sind diejenigen, die das anleiten, sind mitverantwortlich und so weiter. Und ich kann mich an keinen Politiker erinnern, wirklich nicht, der jetzt gesagt hätte, wir müssen über diese Geschichte nachdenken. Und ich meine, zum Klima der 70er Jahre, Willy Brandt ist aufgetreten, der Bestimmung der Demokratie war, und das erste, was er sozusagen gemacht hat, sind Berufsverbote gewesen. Das sind Hunderttausende, sind überprüft worden. Und wer hat sie überprüft? Die alten Nazis, die im Verfassungsschutz gewesen waren, und die schon früher Kommunisten gejagt haben, die haben jetzt angefangen, die Gesinnung zu überprüfen. Sind diese Leute FDGO, Freiheitliche Demokratische Grundordnung, stimmen die mit überein? Und das hat ja zu diesen Dingern geführt, dass jemand aus der Post entlassen worden ist, weil der Postbote in der K-Gruppe gewesen ist. Und das ist das Inszenierte im politischen, gesellschaftlichen Klima. Wir wissen alle, was das ist, das sogenannte radikale Last. Dass Mitglieder der deutschen kommunistischen Partei zum Beispiel für seiner legal zugelassenen Partei dürfen nicht Lehrer oder sowas werden. Das war unter der SPD. Also das, das ist auch gefallen, ich möchte mich wieder bei jemandem verteidigt oder so. Da habe ich ja richtig vorgehalten, dass er in Bayern einen Kollegen öffentlich unterstützt hat, der ein Berufsverbot gekriegt hat. Und dadurch zumindest nicht zurückgehalten worden ist, als er dann nicht nur das Angebot kriegt. Bitte, nochmal. Ich wollte jetzt eigentlich bloß was dazu sagen zur SPD und was Sie da halt gerade erzählt haben über die Lehrer. Ich meine, ich muss sagen, ich glaube, das war der SPD, glaube ich, auch noch einige zu der Zeit, da waren die 20er miterlebt haben. Und in der Zeit war es halt so gewesen, dass die Kommunisten, vor allem unter Ernst Thälmann, sehr gegen die Sozialdemokratie gewettet haben. Und das ist sehr erstaunlich, weil sie haben mehr gegen die Sozialdemokraten gewettet als gegen die Nationalisten. Weil sie einfach gemeint haben, okay, beim Nationalisten wissen sowieso alle, dass die Scheiße sind. Aber die Sozialisten wollen halt im Prinzip in Wirklichkeit das kapitalistische System nicht wirklich. Sie wollen halt so, dass sie es halt bequem haben. Und ich glaube schon, dass sie das noch im Hintergrund hatten, dieses ganze Gewette, was es da gegeben hat. Und das ist ja, glaube ich, einer der ganz großen Fehler der Kommunisten in den 20ern gewesen, dass sie erst wirklich am Ende drauf gekommen sind, dass sie da vielleicht so wie eine Arbeitereinheitsfront machen sollten, die dann leider, glaube ich, ein bisschen zu spät gekommen ist, weil die Nazis dann doch zu gut schon organisiert waren. Und ja, ich wollte noch was anderes fragen. Also was wichtig ist, tut mir leid, wenn ich Sie jetzt mit meinem Blödsinn da unterbrochen habe. Was mich dann interessiert hat, Sie hatten gesagt, Ihr Vater war Polizist gewesen, und mich würde jetzt gerne interessieren, ob das Sie beeinflusst hat. Also ich meine, dass man zum Beispiel vielleicht, wenn man, ich weiß, das als Kind, da will man halt entweder Soldat der NVA oder keine Ahnung, oder Polizist werden oder so, und praktisch Ihr Vater vielleicht so eine Art Vorbildsfunktion war, als sie dem Kind waren, gesagt haben, ja, der macht immer was Gutes, der tut die Bösen einsperren und was weiß ich und sorgt für Gerechtigkeit, und dass sie dann praktisch das mitgenommen haben und praktisch das dann praktisch weiterentwickelt haben und ja, so. Als Kleinstkind sicherlich, ne? Aber später hatte ich so viele Konflikte mit meinem Vater. Da war für mich nicht mehr das große Vorbild. Also das war, ich hatte schon auch ganz schöne Auseinandersetzungen mit ihm gehabt. Und er war letztendlich keine großartige Autorität für mich, weil er auch ein ziemlich gebrochener Mensch war. Er war zwar Polizist, aber das war auch so sein, er wollte eigentlich was anderes werden und hat so dann irgendwie durch den Krieg auch, konnte er seine Ausbildung nicht fortsetzen und ist dann eigentlich Polizist geworden. Ich habe dann später schon so die Sachen gemacht, die ich wollte, und er hat mich nicht großartig da beeinflusst. Ich war auch ganz verwundert, dass er sich nachher so auf meine Seite gestellt hat, weil ich hatte damit gar nicht gerechnet. Er fand so meine, auch dass ich damals das Studium geschmissen habe, das war für ihn natürlich keine, war nicht toll, dass ich da in die Fabrik gegangen bin. Ne? Das war für meine Eltern, ich sollte ja was werden. Ne?
Und das war irgendwie nicht schön für sie. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwie, als kleines Kind natürlich, da fand ich das toll, dass er Polizist war. Aber bis 6 Jahre vielleicht. Ich habe gemerkt, dass das doch nicht was Großartiges ist. Ich habe noch eine andere Frage selber, und zwar auch aus der eigenen Erfahrung heraus in der Mental damals, wie Sie das sehen, auch für Ihre beiden Bewegungen unterschiedlich. Aus heutiger Sicht denke ich mir oft, wir waren wahnsinnig rigid und spalterisch, gut und böse. Also so weit gegangen. Von vornherein nicht begehrenswert und weil das war eine eingeschworene, enge Geschichte, die, und da frage ich mich selber manchmal auch von meiner eigenen Biografie, ja, wir waren ja auch noch, und unsere Generation stammt ja von dieser Nazi-Generation. Wir sind ja Kinder von denen. Meine Mutter war eine Mitläuferin, eine harmlose, wie man so will, aber trotzdem. Und viele, viele Nächte gedauert, bis wir da irgendwie klargekommen. Was man als so weiß an intergenerationeller Weitergabe von schlechten Haltungen oder so, die natürlich eine andere Weltanschauung haben, mit Fragen, aber trotzdem diese Legitimität frage ich mich manchmal, ob die nicht auch so sein. Die Legitimität würde ich sofort unterschreiben, also ich interpretiere sie aber anders. Und zwar glaube ich, ist die Rigidität Ausdruck noch eines noch nicht wirklich herausgebildeten Identität. Also, und wenn ich mich selber anschaue, da also mit 19, 20 oder sowas, ich meine, welche politische Identität ich haben soll in einer Welt, wo ich sage, wir können auch sogar gar keinen Garten übernehmen. Man fängt und denkt, man fängt von vorne an und muss sich alles neu schaffen. Und da ist man letztlich ist man unsicher. Und dieses Unsichere, das da zieht man erstmal irgendwelche Stangen ein. Nicht? Und dann die Helden sich dran. Und die Sicherheit, die kommt erst über viele Jahre und über die Erfahrungen, die man gemacht hat. Das glaube ich, ist auch sehr deutlich zu sehen, wenn man sich diese ganze Karte mal anschaut, die es gab. Nicht? Also machen Sie die Mühe, machen Sie lieber nicht, weil ich Sie sehr frustriert, aber wir versuchen es einmal, den Unterschied festzustellen zwischen. Ich kriege heute noch manchmal die Unterschiede nicht hin. Ich habe auch kein großes Interesse, mich damit zu beschäftigen. Was ist jetzt der gravierende Unterschied zwischen der KPDL und der KPDAO und der Liga gegen den Imperialismus und diese ganzen Sachen? Das sind so. Das sind so politische Positionen, an denen man sich festgehalten hat. Man stand natürlich auch im Konkurrenzverhältnis zueinander, das ist ganz klar. Nicht? Also auch in so einem Verhältnis jetzt hier RAF oder Zweite Juden oder RZ oder auch zu anderen Gruppen, ist natürlich auch vielleicht auch eine Gruppenkonkurrenz drin, weil man möchte ja seine Gruppe stärker wird und sich nicht die anderen in irgendeiner Form fördern. Ich glaube, die Idee hat was damit zu tun, dass man sich im Hintergrund hatte und dass vieles, was einen bestimmt hatte, das kann ich zumindest von mir aus sagen, das ist von der Gefühlslage her, ist es eindeutig gewesen, aber von der Gefühlslage, von der Artikulation her, wie lange soll ich die Artikulation her haben, mit 2021, also das ist schwer artikulierbar gewesen, das war einfach als Gefühlshaushalt her. Widersprechen wurde ich an dem Punkt, dass die meisten Kinder der Nazis war, das war es auch. Es gab aber, ich nenne nicht nur Stefan Wisniewski oder sowas, also mein Vater war polnischer Zwangsarbeiter und das war für ihn immer ganz entscheidend.